Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge in der 8. Staffel Rainbow Six Siege. Man muss sich sagen, 8. Staffel Rainbow Six Siege. Was für ein Kack es schon in den Folgen gab und wie viel Streit und was weiß ich. Aber dieses Mal sind wir hier ganz alleine auf uns gestellt. Wir sind nämlich im Jahr 2020. Übrigens, frohes neues Jahr. Falls wir uns noch nicht gesehen haben. Und ansonsten an alle, die neu sind. Ich würde mich über ein Abo freuen und über ein Like. Und auch wenn du es dann getan hast, dann würde ich mich auch freuen, wenn du es in die Kommentare schreibst, damit ich weiß, dass du neu bist und dass ich auf dich zählen kann. Aber jetzt geht's erstmal los mit Rainbow Six Siege. Und damit wünsche ich euch zurück zu Rainbow Six Siege. Ach, die wurde überarbeitet? Wusste ich nicht. Aber dann spielen wir jetzt hier eine überarbeitete Version. Und es ist viel in letzter Zeit passiert. Zum letzten Rainbow Six Siege Video ist eine Menge verändert worden. Und diese Veränderungen müssen wir erstmal jetzt kennen, weil ich keine Ahnung habe, ich es ja oder ein Jahr nicht gezockt habe. So, sperren. Und ich habe. Eben, also ich hatte vorher schon mal eine Folge aufgenommen, da war das Audio aber richtig scheiße gemacht. Da haben sich Leute so, wirklich, die haben geheult im Chat und alles. Und keine Ahnung warum, nur weil ich nicht reingegangen bin sofort. Es ist Rang, ja, schön, aber es ist immer noch ein Spiel. Es ist ein Spiel und keine Ahnung, was weiß ich. Und wenn sie nicht passt, dann geht bitte. Ich spiele so, wie es mir passt und wie die Leute das wollen. Weißt du? Wisst ihr? Das ist so unlogisch. Aber nochmal apropos Staffel 8. Jede Staffel jetzt. Also ich will eben halt... Ich habe eigentlich gesagt, ich mache bis Staffel 10. Ich weiß, meine Staffeln sind gar nicht gekommen. Oder haben nur ein Video, was überhaupt gar nicht damit zu tun hat. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Weil, macht keinen Sinn, wenn in Staffel 8 irgendwas, weiß ich, sonstiges ist, so wie Kali in Staffel 4, macht ja keinen Sinn. Was ich aber nochmal nachgucken kann, ist, dass ich alte Folgen hochlade, die ich noch irgendwo auf meinen Festplatten habe. Weil ich weiß, Staffel 4 oder so, habe ich sogar noch auf meinem, nee, den Laptop habe ich neu gemacht, glaube ich. Egal, irgendwo muss ich noch irgendwelche Folgen haben. Das kann ich machen, aber jede Staffel wird jetzt um die 15 bis 20 Folgen haben. Nicht mehr und nicht weniger. So. Und dann, wir müssen eine Bombe aufspüren. Wenn wir weitersehen, ne? Erstmal müssen wir Staffel 8 haben, also jeden Tag wird es jetzt ein Video geben. Ne? Oder vielleicht wechsle ich das auch ab, also... wird jeden Tag jetzt ein Video geben. Ab nächste Woche wird es offiziell. Denn am Wochenende kann ich dann immer schön vorproduzieren für die Woche. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ich weiß nicht, jede Woche wie viele Videos sind das pro Tag. Am Wochenende kommen dann Livestreams, da gibt es dann keine Folgen. Das wären dann ja 2x7, also 14 Folgen, die ich am Wochenende aufnehmen müsste. Wären ja dann nicht allzu viele Let's Plays. Wenn dann irgendwie so 2 bis 3 Let's Plays, weil mehr schaffe ich auch nicht. Ich bin ja auch ein Mensch und habe auch noch Verpflichtungen. Schule. Oh Gott, bin ich dumm. Ich habe in der... Die Bombe
Bombe wurde lokalisiert. Ich weiß gar nicht, was Kali kann. Kali. Kali. Ich weiß es ehrlich nicht. Muss mir jetzt mal wieder hier reinfuchsen. Wurde aber schön überarbeitet. Gefällt mir das Design. Sehr und sogar. Was soll ich denn bitte tun? Aua. Oh, ich wollte mir eigentlich nur kratzen. Was meine ich? Tu mir weh. Also Kali ist jetzt nicht diese super duper Wahl. So, ACOG ist zum Glück immer noch da. Ich muss mir später mal einfach einen Shop anschauen, was es für Sachen gibt. Und dann, ja, gucken wir mal, ob wir was finden, was uns gefällt, was wir kaufen. Ja. Ich werde auch versuchen, demnächst Videos zu machen, die geschnitten werden. Also eben halt, was weiß ich, keine Ahnung. Am Ende oder sonst was. Ne? Aber jetzt spielen wir erstmal Rainbow. Und dann gibt es nochmal ein extra Video. Ich weiß, ich habe so viele Infovideos. Und ja, aber es ist immer wichtig. Aber ich mache dann demnächst ein großes Infovideo, wo nochmal alles erklärt wird, wirklich alles. Und dann, ja. Oh Mann! Das kann doch nicht so sein! Und dann wisst ihr mal komplett Bescheid und dann wird es auch kein Infovideo erstmal geben. 10 Sekunden bis Einsatz. Ich mache jedes Quartal ein. Bis zum jedes Quartal mal ein Infovideo, damit ihr auch immer schön auf dem Laufenden seid. Entschärft sie. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Entschärfer wurde erneut gesichert. Magazin schön gemacht, Wechsel. Schön gemacht, schön gemacht. Das Spiel. Gefällt mir. Lade neues Magazin.
Drohne. Gehen wir langsam weiter. Bombe gefunden. Bereit zum Sprengen. Ladung scharf. Ich wechsle das Magazin. Tracks eingesetzt. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. 5 Sekunden übrig. Mist. Druck getötet. Mist, Mist, Mist. Ich bin da eben halt im Moment noch nicht der beste Spieler. Ich muss mich erstmal an die Größe des Bildschirms gewöhnen, erstens. Zweitens muss ich mich an die Geschwindigkeit des Spiels gewöhnen. Denn, so kenne ich das Spiel nicht. Also, klar kenne ich das Spiel so. Aber ich meine jetzt, es ist immer nicht so einfach wie früher. So, ich gehe jetzt aber auch mal mit den anderen. Mit, weil es einfach besser ist. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Oh, ich weiß noch, wo ich früher so richtige Internetprobleme hatte. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Nein. Schade, schade. Einer AFK. Warum bist du AFK, Alter? Komm. Beweg dich. Danke. Du bist AFK im Rang. Klar, ich kann verstehen, noch wenn man... 10 Sekunden. Aua, aua, aua. Wenn man mal AFK ist, aber warum bin ich da vor? Bis zum Einsatz. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Sprengsatz aktiv. Zurückgeholt. Drohne gestartet. Okay.
Adrenalinboost. Plan. Werfe Splittergranate. Ein Gegner verbleibt. Ein Weckruf. Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Boah, ich dachte, das wäre eine Spinne oder sonstiges. Kommando Operator vom eigenen Trupp. Oh Gott. Bitte Maus in 10. Nein. Oh. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Muss ich hier. So, jetzt, der Bildschirm wollte sich ausschalten, das habe ich gestern nur gemacht, weil ich Rainbow Six Siege runtergeladen habe, aber ansonsten habe ich da nichts gemacht. Komisch. Die haben aber ganz schön viel geändert, muss ich sagen. Also, ne? Ich wusste ja, dass eine Map noch bearbeitet wird. Und das war eben halt ja diese Hafenstadt, weiß gerade nicht, wie die heißt, in Hamburg. Ne? Das war ja eigentlich eine hamburgerische Karte. Und ja. Den Bereich sicher. Dass hier irgendwas anderes noch geändert wird, wusste ich nicht. Ich habe eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit machen. Ich setze das Gerät ein. Die Gegner haben eine Bombe. Verteidigung entsprechend planen. Das Gerät ist am Platz. 10 Sekunden noch. Gerät ist platziert. Verbarrikadiere die Tür. Bleiben 5 Sekunden. Vom Gegner entdeckt. Lege Willkommensmatte aus. Ich brauche meine Rüstung. Bereite Willkommensmatte vor. Jetzt können Sie kommen. Weg. Wie die Matte ist nicht kann. Hä? Inside, man! Idioten. Lade neues Magazin! Bathroom. Bringe die Mine. Entschärfer lokalisieren. Den Entschärfer aktivieren. Wenn die da vor dem Bild kommen. Go. Nice. Alles mit Vorletzter. Ich dachte eben, die Matte. Der Zug hat den Entschärfer zerstört. Aber nein, er tötet ja nichts. Er jumpt einfach rein. 2 Matten kaputt.
Spawn hat man auch so easy peasy kaputt. Ich nehme nie wieder Frost. Frost macht schön Spaß, aber wie wir gerade gesehen haben, sehr sinnlos. Waffenlager. Waffenlager? Ich nehme das, was die mir sagen. Und dann bin ich zufrieden. Und ja. Mute. Mute. Ist er schon wieder aufgegangen? Bomben sichern. Wo sind wir denn, Alter? Zeit für etwas. Ich weiß noch an Halloween letztes Jahr, das war geil für den Rainbow. Wo hat hier ein Fertigkehrt? Ich merke den Unterschied im Rainbow. Das ist richtig so. Das ist viel, viel schneller. Das macht auch mehr Spaß. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. One wall, please, here. Thanks. Immer mal hier zu. Aber durchgebrannt. One shield. Hier, Mountain. Ich weiß nicht. Eine Bombe lokalisiert. Gegner verbleibt. Eigener Trupp siegreich. Alle Gegner eliminiert. War ja irgendwie klar, dass Montaigne verliert. Nice. Ich bin letzter, aber... Es wird. Seit Staffel 7 habe ich nicht mehr gezockt. Kontaktgranate ist einfach cooler und besser. Muss ich einfach sagen. Und nochmal zu meinen Haaren. Guckt einfach nicht drauf. Ich habe Sport gemacht. Und meine Haare nicht gewaschen. Weil. Ich kann warmes Wasser haben.
ob ich es noch machen muss. Nee, Spaß. Nee, ich kann meine. Kann mich eben halt jetzt nicht duschen im Moment, weil mein Fuß verletzt ist und ich das eben halt noch da einziehen lassen muss. Bevor ich. Überhaupt irgendwas. Help me. Smart. Ich habe meine Bombe lokalisiert, schützt sie. Can you mark? Okay. Don't rush, please. Time is on side, on our side. Nur noch 15 Sekunden. Nur noch ein Gegner übrig. Gegner eliminiert. Mission für einen Erfolg. Woo! Wir haben gewonnen und ich bin letzter. Ich bin voll jetzt. Yay! Screenshotten! Nochmal Screenshot. Nochmal Screenshot. Sieht cool aus. Nice. Viel Glück. Was für viel Glück? Es sind Glückwunsch heute. Ja, nice. GG. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich hier für die allererste Folge Rainbow Six Siege im neuen Jahr und in der ersten Staffel. Nein, nicht erste Staffel, Staffel 8 und der ersten Folge. Haut rein, Leute, wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Tschüss, tschüss.